Test, 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 test. Du-du. Du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. So. Beliebige Taste drücken. Eins nach dem anderen. So. Herzlich willkommen zurück. Ja. Ich fange auch gleich an, weil ich die Aufnahme nebenher habe, noch laufen lasse. Folgendermaßen. Mit Hogwarts. Das mache ich in Kombination mit dem Stream nicht mehr. Will ich hier lang? Muss ich hier lang? Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, mache ich mal ein bisschen langsam. Und würde gerne erstens Hogwarts Legacy vielleicht doch nur als Aufnahme benutzen. Ruhig, Kallus. Was ist Kallus überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Kallus. Dementsprechend habe ich mir gedacht, spielen wir noch mal eine Runde The Last of Us. Ach, das ist ein einzelnes gelbes leuchtendes Blatt. Herrlich. Und ja. Habe ich mir gedacht, machen wir mal hier mal weiter. Dass wir das Spiel auch mal fertig kriegen. Ich glaube, aktuell müsste ich so ein bisschen weiter als bei der Hälfte sein. Ich bin mir da selbst nicht so ganz sicher. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich die... Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Und da sollten wir den Kampf überblicken. Zu laut? Definitiv. So. Ja, nee, ich war mal ein bisschen einkaufen. Hab mich dann noch mal ein bisschen verguckt. Ja, hab da ein Video gestartet, wollte mal ein bisschen Pause machen und so weiter und so fort. Hab leicht angefangen, leichte Kopfschmerzen bekommen. Also hab aber irgendwie Glück, weil ich konnte was dagegen machen. Hab dann erst mal ein bisschen was getrunken. Und ich habe mir dann noch mal eine Mixschale von verschiedenen Melonen geholt. Also ein paar gestückelte Melonen und so ein Kram. Ich wollte eigentlich so eine Mischplatte haben, aber das hatten sie leider nicht. Und dementsprechend, ja. So Trauben, Erdbeeren und so einen ganzen Kram. Gibt's hier nichts? Ein bisschen komisch. Warum ist das bei mir auf dem Bild so dunkel? Hab ich den Kontrast so hoch gestellt, aber ich mag den Kontrast eigentlich ganz gut. Na gut. Naja, jedenfalls habe ich mir gedacht, machst du mal nochmal die PlayStation an. Eigentlich wollte ich schon anfangen mit Dingsbums. Mit Switch und Bayonetta. Aber ich denke mal, das hebe ich mir für den Urlaub auf. Da werden wir auch so einen Aufnahme-Stream machen. Ich wollte es eigentlich nicht mehr machen, weil bei Hogwarts Legacy bin ich mir nicht so ganz sicher, weil mittlerweile habe ich auch den Faden verloren, was jetzt auf YouTube oben ist, wie weit ich da jetzt schon was aufgenommen habe und wegen diesen ganzen Problemen. Und die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, feiern. Sich selbst finden. Herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Und dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken. Och nein.
Hallo, Yuna. Ich habe keine Muni mehr und ich habe auch kein... Achso, hier. So, ich brauche auf jeden Fall mal wieder ein paar... Was kann ich machen? Aber davon habe ich alle, ne? Naja, habe ich mir gedacht, machen wir mal einfach Dingsbums The Last of Us weiter. Einfach aus dem Aspekt der, ich war ja so geistesgegenwärtig und habe alles ja schön in Parts geteilt. Bedeutet, alles, was wir aufgenommen haben, alles, was wir gemeinsam gespielt haben, ist ja auch aufgenommen. Und wenn ich zum Beispiel mal merke, ich brauche jetzt noch irgendwas oder ich will noch irgendwas haben. Oder ich habe jetzt aktuell halt Luft. Bedeutet, Ghost of Tsushima ist durch und das Einzige, was wir halt noch kriegen, ist halt das Sons of the Forest. Und das müsste jetzt eigentlich auch bald vorbei sein. Dementsprechend, ich muss mal wieder was aufnehmen. Und da das jetzt unerwarteterweise nicht geklappt hat, mit Hogwarts Legacy. Sehe gerade, dass Twitch neues Update bekommen hat oder so. Hab als Mod mehr Rechte etc. bekommen. Das wird uns helfen. Das, ja, stimmt. Die hatten da was erwähnt, dass die Moderatoren irgendwie mehr Möglichkeiten geben wollen. Aber wie gesagt, mir ist es komplett egal. Sag ich ganz ehrlich, die fünf Leute da. Ich brauch theoretisch nur einen Mod, was weiß ich. Ist eigentlich interessant, seitdem ich jetzt doch durchgehalten habe und mit Florenzia nichts mehr zu tun habe, brauchte ich auch selten einen Moderator. Was eigentlich interessant ist. Naja. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, machen wir hier weiter. Wo ist denn die Ellie? Wenn die Ellie noch auf dem Pferd sitzt, dann müssen wir hier nicht weiter, aber hier gibt es bestimmt irgendwas zu entdecken. Stimmt, ja, die Bots, die waren echt nervig. Obwohl es ging eigentlich mit den Bots. Die habe ich dann über OBS schnell selbst rausgeschmissen. Also diesbezüglich war das jetzt auch nicht so tragisch. Naja. Hier war mal ein Ausguck. Halte, hatten die nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollen wir hier draußen sein, wenn hier nichts passiert? 1.9. Noch immer nichts. Mark, hör auf zu nörgeln. Wenigstens hast du noch Zeit zum Lesen. Wach dies im Labor zu schieben. Das ist wahres Elend. Das ist das wahre Elend. Eingang. 5 neue Rekruten aus der QZ Chicago. Ah, endlich einer, der mir ein Päckchen Kippen für gute Arbeit gegeben. Nett. Eingang. 6 Typen aus dem Hauptquartier, 6 Leute für einen Truck. Da draußen muss es schlimmer sein, als ich mich erinnern kann. Eingang. Vorratslieferung aus dem 10. Hauptquartier in Klammern. Ach ja, ich habe 2 Äpfel aus einer der Kisten stibitzt. Eine ist für dich. Guten Appetit. Hä? War der Typ schizophren? Warum? Ah nee, da war ein Ausguck und der hat es für seinen Nachfolger gemacht, glaube ich. Eingang. 10 Millionen Werwölfe. Ich habe die für dich reingelassen, Andrea. Happy Halloween. Was? Ausgang. Speer zur Vorratsbeschaffung in die Stadt gegangen. Eingang. Speer zurückgekehrt. Roger hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch. Biologe aus San Francisco. Das ist ein richtiges Arschloch. Pass auf ihn auf. Eingang 3 neue Rekruten als Eskorte. Die haben mir wenigstens frohe Weihnachten gewünscht. Ich habe ihnen verschwiegen, dass ich jüdisch bin.
10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus, Laborkram. Okay. Ich habe keine Ahnung warum, deswegen, weshalb, aber okay. Gut, hier war also ein Ausguck. Und die haben sich dann halt irgendwie so ein bisschen was organisiert. Zwei Äpfel geklaut, den einen den anderen gegeben. Oder es war wirklich so, dass die irgendwie aus irgendeinem Grund... Warum ist die Kamera dreckig? Also hier im Spiel. Es sind schöne, schöne Effekte durchaus. Habe ich da noch irgendwas gehabt? Das ist ein guter Platz. 14, ne, da werde ich nichts mehr finden. Also unter 30 brauche ich da gar nicht anfangen. Und gegebenenfalls macht das halt in meinen Augen auch gar keinen Sinn. Na, hier war ich schon, okay. Erstmal wieder mit der Steuerung begnügen. Hier ist also nichts. Und von hier kam ich hoch. Na gut. Kann ich da rüber? Nehmen wir an, das ist extra so, dass wir mit dem Pferd hier nicht weiterkommen. Die Frage ist, wie sollen wir dann weiterkommen? Wenn nicht hier. Hä? Ja gut, es ist jetzt nicht so... Theoretisch ist es nicht unmöglich. Darüber zu kommen, ja gut, und die Bot. Ja, okay. Putsch mal. Ja. Warte mal. Hier habe ich doch überall nachgeguckt. Ich bleib bei Carlos. Ich hasse den Namen. Och, Joel. Rutsch mal. Warum ist er so unfreundlich? Gehen wir. Warum ist er so unfreundlich, dieser Lümmel? Aber hier war ich doch auch schon. Muss ich irgendwo irgendwas triggern? Oder muss ich mit dem Pferd... muss ich mit dem Pferd über die Dingsbums? Tja. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man hier mit dem, im Galopp hier drüber muss. Das macht Spaß. Ernsthaft. Okay. Muss mich halt dran gewöhnen, dass es kein Kampfspiel ist, sondern dass es ein Sneaky Game ist. Wundert mich aber, warum habe ich jetzt den Flammenwerfer gekriegt? Kommt da gleich wieder so eine Welle? Ein Campus. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Möglich, Ellie. Möglich. So.
Düt, dü, dü, dü. Bleib beim Pferd. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Mal was gucken. Geil, oder? Herrlich. Das war das. Hey, ich habe überlegt, ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool. Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald kein Benzin mehr. Okay. Das bedeutet, ich muss nach oben. Und es war keine schlechte Idee. So, wir können jetzt Lauschmodus-Distanz, Schwanken der Waffe, Heiltempo, Fertigungszeit. Maximale Gesundheit wäre natürlich auch ganz cool, aber ich glaube, ich probiere es mal hiermit. Ich glaube nicht, dass das was wird, aber man kann ja nie wissen. Ich meine, gut, ich hätte jetzt durchaus was machen können. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch den Dingsbums gekriegt, den Waffen. Den Flammenwerfer. Aber ich fand das mit dem Dingsbums wesentlich cooler. Mit den Mollys. Er hat ja gesagt, der Joel, dass das das war. Gut. Muss ich mir die Leichen von denen angucken? Vielleicht lassen die ja irgendwas fallen. Die sind alle hier reingekommen. Alle. Schön. Aber gewesen sein. Gut, es hat mich 3 Mollys gekostet. Durchaus. Das ist klar. Spätestens jetzt hätten sie das sowieso alle gemerkt. Die wären sowieso alle dahin gerannt. Also dementsprechend hätte ich mich gar nicht an denen vorbeischleichen müssen. Aber wir konnten ja wieder einen Molly machen. Also dementsprechend war das eigentlich ganz cool. Ich hätte es vielleicht mit einer Flasche so machen sollen, dass die alle herkommen und mit Molly dann. Dann hätte ich vielleicht mehr, weniger Probleme gehabt. Und ja, wir spielen auf leicht, weil ich gerne in dem Spiel vorankommen will. Also von daher, ja. Gut, gibt nicht mehr viel Benzin. Man muss sparsam sein. Ich habe mal so einen Fruchtsmoothie geholt. Antioxidant. Arme, was ist das? Kiwi, Limette, ja, Apfel, Matcha und Leinsamen. Naja. Sänger werden.
Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Ein Hoch auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kriege sind bald schon Vergangenheit. Sturmmäntel AD und alle was stört. Wir holen uns die Welt zurück, die uns uns gehört. Man kann sagen, was man will, aber die Lieder von Skyrim waren schon cool. Habe ich jetzt den Einsatz des Flammenwerfers geskippt? Wo will ich hin? Wo muss ich hin? Wo soll ich hin? Man geht immer dahin, wo man nicht hin soll. Und am liebsten zuerst dahin, wo man nicht lang muss. Weil dann hat man nämlich alles abgegrast. In der Hoffnung, dass irgendwo irgendwas liegt. Was hier zwar nervig ist. Ich hätte alles versucht, um hier runterzukommen. In so einer apokalyptischen Sache. In einen Bunker reinzugehen, macht immer Sinn. Oder in den Keller. Lass mich raten, wir müssen hier rein. Nee, hier komme ich nicht rein. Aber auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn. Im Real Life würdest du auch nicht überall reinkommen. Auch wenn man es probiert. Das schmeckt eigentlich ganz gut. Das schmeckt ungefähr so wie Babybrei von Alete. Nur mit Wasser. Kannst du mal sehen. Die Menschheit entwickelt sich zurück. Ja, Kiwi und Apfel halt. Aber relativ teuer, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe pro Flasche 2 Euro bezahlt, ungefähr. Aber wenn ich eins gelernt habe, dann so, dass das mit Müdigkeit und allem drum und dran, mit Früchten einfach, kannst du besser machen. Einfach. Ich habe auch mal diesen Cold-Tee probiert, beziehungsweise habe ich mal mitgebracht. Es ist so sozusagen so ein Fruchtteebeutel, wo du einfach kaltes Wasser reinkippst und der zieht dann irgendwie Fruchtgeschmäcker draus. Rutsch doch mal. Na los. Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Affen? Hoffentlich keine Makaken. Die sind jetzt nicht so... Ich glaube, Makaken selbst sind relativ aggressiv, genauso wie Paviane. Naja. Wenn ich jetzt nicht mehr Hogwarts Legacy aufnehmen kann, wozu habe ich mir da so einen fucking teuren PC geholt? Damit ich weiterhin PlayStation spielen kann. Oh, komm schon, wirklich. Ich bin halt vorsichtig. Diese Pillen, die einen stärker machen. Medikit verbessert, okay. Das klingt cool. Hier gibt's Loot. Das waren jetzt 20 Verbesserungspillen. Materialien. Also an sich, wenn das jetzt nicht so ein Stealth-Game wäre und die Steuerung gefühlt, also für meinen Geschmack, ein bisschen schwammig wäre, dann finde ich das Spiel gar nicht mal so schlecht.
wenn ich ehrlich bin. So, dieses Zeug finden, Sachen craften und so weiter und so fort. Gefällt mir persönlich ganz gut. Ich könnte ein Messer craften. Klinge habe ich. Wizard. Man findet aber relativ selten Klingen. Also ein paar Klingen mehr wäre ganz cool. Würde ich jetzt nicht nein sagen. Aber naja. Hallo, darf ich da raus? Nein? Nur hier raus? Okay. Komme ich hier runter? Theoretisch hier, also will ich nach oben. Natürlich gibt es hier nichts. Ich muss mal gucken, ob ich hier vielleicht die Helligkeit ein bisschen einschalten kann. Ja, ne? Aber nur ein bisschen. Kann sogar die Farbsättigung ändern. Okay, machen wir die mal auf 65%. 60. 55. 52. Dann erkenne ich wenigstens was. Das ist auch so interessant. Diese Einstellung werde ich wahrscheinlich für die Switch von der Capture Card wieder umändern müssen. Hier ist nichts. Ich müsste mit Zui mal Resident Evil 6 spielen. Muss ich den Affen folgen? Will ich den Affen folgen? Der Ellie kann ja theoretisch nichts passieren. Kommt die auch automatisch her, ja, ne? Aber warum? Ich meine, ich kann das schon verstehen. Wo wollen die hin? War das dein erster Affe? Ich habe immer noch die Befürchtung oder das Verlangen, irgendwas zu finden, um zu bestätigen, dass ich hier alles abgrasen soll. So. Ahoi, Brause, Cola, Orange. Jetzt auch gleich Mezzomix nennen können. Ach nee, Fanta, da war ja was. Cola Company. Was ist, war, soll hier? Warum ist das so groß? Gut, das ist nur ein Stadion. Wie schön so ein Stadion sein kann, wenn der Mensch da nichts mehr macht. Einfach Bäume und so weiter und so fort. Also wenn hier alles aufgeräumt wäre, wäre dieser Campus wesentlich hässlicher, als er jetzt ist. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt nochmal hier hinten hin. Sag mal, ruckelt das Spiel ein bisschen? Ich habe so die Befürchtung, dass OBS vielleicht kaputt ist.
Weil jetzt kann es definitiv nicht am PC liegen. Oder es ist nur die Vorschau, die ein bisschen blickt. Warte mal, ich mach mal die Desktop-Aufnahme aus. Mach mal die... Das nicht. Capture Card, ja. Warte mal, Sekunde. Wieso kann ich hier den Kamera-Hub nicht aufnehmen? Wieso klappt das nicht? Wieso kann ich den Kamera-Hub nicht aufnehmen? Was war da vorher drin? Gut, mach mal wieder die Desktop-Aufnahmen, ist mir egal. Ich spiele jetzt wirklich Probleme, weil ich jetzt hier auf dem 144, weil ich in der Mitte 144 Hertz habe und links und rechts 60. Wo? Ich weiß wahrscheinlich, wo du hin willst, aber ich will gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Ist wahrscheinlich auch nur was Verlassenes. Joe, da! Als ob. Du auch. Da ist es. Der bewegt sich nicht. Campusplan. Na dann. Ich weiß halt nicht, was jetzt Feind ist und was kein Feind ist. Nicht, dass ich da jetzt auf einmal einem Firefly begegne. Ich finde es halt interessant, ne? Du hast hier einen kompletten Sitzsack. Hier hast du auch ganz viele Laken, Bett und so weiter und so fort. Aber du kriegst nur einen Lappen. Bin ich der Einzige, der das komisch findet? Was ist das für ein Foto? Ach, ein Hund! Ein Hund soll das sein. Ich hab schon gedacht. Ich dachte schon. Das wäre so eine Zeichnung einer nackten Frau aus den 20ern. Wo man dann gedacht hat, oh, das ist aber ein schöner Schamhaarhaufen. Und gerade schon schreiben. Ach ja, die Playboys aus den 60ern. Oder war das eher 70er? Ich weiß nicht ganz. Ich glaube, klingt jetzt interessant, aber ich glaube, mein erster Playboy war wirklich aus dieser Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, damals hatten die Leute, hast halt fast gar nichts gesehen, weil die Leute einfach so extrem viele Schamhaare hatten. Da hast du gedacht, ja, du gehst mal mit der Heckenschere rein, da hast du genug Wolle für den Strumpf. Oh, zum Glück sind die Zeiten vorbei. Warte mal, was? Der ist gerade laut. Liebe Minderjährigen, ihr vergesst es jetzt bitte. Neun gottverdammte Monate gewartet, noch immer nicht. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden, doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur, aber immer noch alles sicher. Ich habe einen Blick auf eine herumstreuende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Heather. Vielleicht war er.